Mit der Veranstaltungsreihe Talk im Museum im Brucker Stadtmuseum will man auf lebendige Art und Weise Zeitgeschichte vermitteln. War beim Auftakt der Reihe mit Ferdinand Latziner ein ehemaliger Finanzminister zu Gast, so konnte diesmal mit Dr. Erhard Busek, ein Ex-Vizekanzler und ÖVP-Chef, als Zeitzeuge gewonnen werden. Mir ist es wichtig, dass wir all die Persönlichkeiten, die wir einladen, dass wir den Menschen dahinter auch wachrütteln. Dr. Busek ist einer der Politiker, der sich wohl immer pointiert zur Lage der Nation, sage ich einmal, zu Wort meldet. Und ich möchte einerseits die Person, den Menschen Dr. Busek darstellen, auf der anderen Seite ihn aber auch zu ganz aktuellen Themen befragen. Erhard Busek war in seiner politischen Laufbahn neben dem bereits erwähnten Vizekanzler und ÖVP-Chef unter anderem Landeshauptmann-Stellvertreter von Wien, Unterrichtsminister und von Beginn an ein starker Unterstützer der europäischen Idee. Die derzeitige Entwicklung der EU sieht der Altpolitiker kritisch. Es kracht irgendwie im Gebälk, wobei keiner eigentlich die Alternative weiß. Ne? Das können Sie am Brexit, einem britischen Beispiel, deutlich entnehmen. Ne? Die haben zwar entschieden, dass sie ausscheiden wollen, aber wie es funktioniert, wissen sie bis jetzt nicht und wurschten furchtbar herum. Also das ist ein Lehrstück, hat auch zur Folge, dass in Ländern, wo der Gedanke auch des Austritts existiert und das plötzlich verschwunden ist, und die verbliebenen 27 sind solidarisch jetzt, als hätten sie nie irgendwas anderes wollen. Talk im Museum ist eine Veranstaltungsreihe, die die Bedeutung von Zeitzeugen hervorhebt und den Besucherinnen und Besuchern den Bezug von Vergangenheit und Gegenwart herstellt. Ich behaupte ja immer, das Wissen besteht aus Geschichte, Geschichten und Geschichterlen. Also Dinge, die man hier erzählt, das kriegt eine ganz andere Farbigkeit und Lebendigkeit und ist auch ein entsprechender Hintergrund. Ich muss sagen, ich habe sehr viel davon profitiert, dass mir meine Großeltern und Eltern viel erzählt haben. Das hat mir später geholfen und ich bedauere, dass in vielen Fällen heute nichts mehr weiter erzählt wird. Und mit solchen Zeitzeugengesprächen steuert man ein bisschen dagegen.